In einer Zeitungsannonce las ein Mann, Holzfacharbeiter gesucht. Und er selber als Holzfäller hat gedacht, komm, da gehe ich mal hin, bewerb mich. Und gesagt, getan. Er hat ein Gespräch ausgemacht mit dem Chef. Und der Chef war ganz begeistert von dem jungen Mann. Groß gewachsen, stark und selber Holzfäller. Sagt, das probieren wir aus. Und er hat ihm die Axt gegeben, die Säge und hat ihm das Nötige gezeigt. Hier ist dein Waldstück, hier kannst du arbeiten. Und wir treffen uns nachher mal und schauen, wie es denn so geklappt hat. Ja, hochmotiviert ist der Mann in den Wald gegangen und hat gesägt und gehackt, was das Zeug hält. 16 Bäume hat er geschafft. Alle ordentlich zusammengesägt, gestapelt, Stück für Stück, so wie es sein sollte. Und der Chef kam, hat sich die Arbeit angesehen, hat gesagt, Mensch, super, ich bin wirklich stolz auf dich. Das klappt, ich nehme dich. Er ging wieder in den Wald und hat gehackt, was das Zeug hält. Aber es hat nicht mehr geklappt, es hat nicht funktioniert. Er kam bloß noch auf 11 Bäume. Hat sich ein bisschen gewundert, aber gesagt, vielleicht war ich nicht in Topform. Neuer Tag, neues Glück. Und wieder ging er in den Wald, hat gearbeitet, hat geschafft und noch weniger. Es sind gerade mal 8 Bäume geworden und da hat er sich langsam Sorgen gemacht, hat gedacht, was ist los? Ich habe keine Kraft mehr, irgendwie habe ich keine Kraft. Und am nächsten Tag hat er sich gedacht, wenn ich arbeite, muss ich ein bisschen Krafttraining machen, ich muss es versuchen zu schaffen, aber es hat nicht funktioniert. Anstatt dass er wieder an seine alte Leistung kommt, wurde es immer weniger und weniger, bis er irgendwann fast traurig war und gesagt hat, das kann doch nicht sein, ey, ich schaffe das irgendwie nicht mehr. Er ging zum Chef und hat es ihm gestanden, hat gesagt, Chef, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe, glaube ich, keine Kraft mehr. Ich komme nicht mehr auf die Stückzahlen der Bäume. Ich schaffe nicht mehr so viel. Und der Chef hat ihn angeguckt und hat ihn gefragt, wann hast du das letzte Mal deine Axt geschliffen? Und der junge Mann hat gedacht, Axt geschärft? Noch gar nicht. Ich war so fokussiert und so darauf konzentriert, Bäume zu fällen, dass ich mein Werkzeug nicht geschärft habe. Ja, manchmal ist unser Leben genau so dieses Spiegelbild, als ob wir Holzfäller sind. Wir sind sehr beschäftigt, wir haben vielleicht Selbstbewusstsein und Kraft und denken, ich kann das machen, ich pack das. Wir gehen in den Wald des Lebens und fangen an zu roden und zu hacken, wollen vielleicht glänzen mit unseren Stückzahlen, mit unseren Leistungen, ohne dabei an die Schärfe zu denken. Jesus selber hat mehr geheilt und Menschen gesund gemacht, als dass er gepredigt hat. Aber wenn er gepredigt hat, dann hat er es immer, um in dieser Sprache zu bleiben, die nötige Schärfe. Es ging immer um den ganzen Mensch. Es ging nicht nur darum, jemanden gesund zu machen, einen guten Tag zu wünschen und weiter ans nächste Werk, den nächsten Baum, den nächsten Baum. Nein, er hat gesagt, wenn es darum geht, etwas zu machen und mit den Menschen zu sprechen, dann soll es etwas Ganzes sein. Ich möchte ihn im Herzen berühren, ich möchte seinen Verstand berühren und möchte ihm zeigen, dass das Problem der Sünde hiermit gelöst werden kann. Der Holzfäller, der hat gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht mit mir, ich habe keine Kraft mehr, ich schaffe das gar nicht, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und der hat eigentlich das einzig Richtige gemacht. Der hat dem Chef gesagt, das stimmt was nicht, ich kriege das nicht mehr hin. Aber der Chef, der wusste, hier fehlt die Schärfe, die Axt ist stumpf, das ist einfach nicht geschliffen. Und hier zählt auch das Beispiel Jesu wieder ganz besonders. Er selber hat gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und wenn es uns so geht, dass wir voller Aktionismus irgendwo mal in einer Leere landen, weil wir keine Kraft mehr haben, dann sollten wir es spätestens dann nicht auf unsere Kraft pochen, nicht denken, ich werde weitermachen, ich werde trainieren, sondern mehr Zeit mit Gott verbringen. Er möchte unseren Sinn, unsere Gedanken, unser Herz neu schärfen, neu auf einen richtigen Fokus bringen. Und dann wird es so sein, dass wir vielleicht nicht zu viel machen werden, aber immer das Richtige. Achte darauf, dass auch deine Axt, dein Werkzeug geschliffen ist.